Hallo und herzlich willkommen zu 7 Tage Deutschland, dem Wochenendpodcast der AfD. So klingt es, wenn ein grüner Staatssekretär aus dem Amt entfernt wird. Man hat sich schon lange gefragt, wie offensichtlich der grüne Filz im Bundeswirtschaftsministerium denn noch werden muss, damit es endlich Konsequenzen gibt. Also wir haben hier oben drüber den Robert Habeck, dann haben wir hier den Greichen und da haben wir einen Kellner, das ist der Schwager. Da unten sitzen irgendwie Geschwister, zwei Geschwister, der ist verheiratet, auch nochmal mit der. Und dann hier ist noch ein Trauzeuge, der irgendwie bei der Deutschen Energieagentur der Chef werden sollte. Also wirklich unglaublich. Jetzt gab es aber doch kein Halten mehr. Robert Habeck musste sich in dieser Woche dem öffentlichen Druck beugen und zerknirscht seinen Lieblingsstaatssekretär in den einstweiligen Ruhestand versetzen. Vor diesem Hintergrund sind Patrick Greichen und ich gestern Abend in einem persönlichen Gespräch darin übereingekommen, dass wir die gemeinsame Arbeit nicht fortsetzen. Patrick Greichen, dessen Verwandtschafts- und Freundschaftsverhältnisse sich nicht nur durch das Ministerium selbst ziehen, sondern auch in mächtige Lobbyvereine wie die Agora Energiewende und das Öko-Institut hineinragen, muss seinen Hut nehmen. Böse Zungen behaupten, er wäre der Erste, der seinen Job los wird und deshalb nun weniger Zeit mit der Familie verbringt. Es ist aber nur die Spitze des Eisberges, denn der Filz bleibt. Greichen ist das Bauernopfer, welches Habeck bringt, um den Plan von der Transformation unseres Landes nicht zu gefährden. Und so geht es munter weiter mit der Energiekrise, dem Heizungsverbot, unbezahlbaren Lebenshaltungskosten und dem generellen Abwickeln der einstigen Industrienation Deutschland. Auch der designierte Nachfolger Greichens im Amt des Staatssekretärs, den Habeck nun eilig von der Ersatzbank rangeholt hat, ist kein Unbekannter. Klaus Müller, bis dato Chef der Bundesnetzagentur, hatte den Bundesbürgern erst im vergangenen Herbst nahegelegt, nicht mehr so warm zu duschen, um Energie zu sparen. Genau da nämlich liegen die Prämissen im Bundesvetternwirtschaftsministerium. Nicht etwa im Erhalt oder dem Ausbau der Wirtschaft, sondern im Kampf gegen Wohlstand und Privateigentum. Aber wirtschaftspolitischer Sachverstand gehörte ja noch nie zu den Kernkompetenzen der Grünen. Wir fordern deshalb, dass auch Habeck endlich gehen muss. Für das, was sich der Kinderbuchautor bereits alles geleistet hat, könnten noch 3 weitere Minister zurücktreten. Das sehen auch große Teile der Bundesbürger so. In den Beliebtheitswerten ist er abgestürzt und egal, wo er vor die Öffentlichkeit tritt, sind ihm Pfiffe und Buhrufe gewiss. Wer sich gestalten will, der muss sich mit guten eigenen Vorschlägen beteiligen, sonst wird er oder sie unglaubwürdig. Habeck muss weg! Aber nicht nur der politische Arm der Klimabewegung hat in dieser Woche für Schlagzeilen gesorgt. Hören Sie doch auf damit! Ihr muss bei mir, ist der Krieg! Auch ihre radikalen Vertreter drangsalierten die Bürger. Die Klimakleber waren im kriminellen Einsatz und haben in Berlin den Verkehr fast täglich zum Erliegen gebracht. Und das über Stunden, denn ihren Klebstoff rühren sie jetzt mit Sand an, weshalb mittlerweile der Asphalt aus der Straßenoberfläche herausgeklopft werden muss, um sie von der Fahrbahn zu holen. Und sie kleben sich nun auch schon an Autos fest. Im Moment sind es zwar noch Mietwagen, die sie selbst mitgebracht haben, um damit die Straßen zu blockieren, aber wie lange wird es noch dauern, bis sie Hand an Privatautos legen? Und kleben. Dazu jetzt im Interview die Berliner Landesvorsitzende der AfD, Dr. Christine Brinker. Wieder einmal zu Gast bei uns, Christine Brinker, AfD-Landeschefin hier in Berlin und Fraktionschefin im Abgeordnetenhaus. Christine Brinker, der Anlass ist eigentlich zum Weinen, aber ich kann mich gut daran erinnern, es gab mal im Fernsehen eine sehr schöne Sendung, darüber lacht die Welt mit Harpe Kerkeling. Mittlerweile könnte man eine Sendung machen, Deutschland lacht über Berlin. Dazu bräuchte man nicht mal einen Scripted Reality TV, wir müssten einfach nur aus der Zeitung vorlesen. Aber der traurige Hintergrund ist, auch Sie standen wieder diese Woche nur im Stau und es wird vor allen Dingen immer massiver. Ja, in der Tat. Das ist ein riesiges Ärgernis inzwischen für viele Berliner, die pünktlich ihre Termine erreichen wollen. Also unsere Klimakleber blockieren die Stadt in einer Dimension und in einem Rahmen. Das geht einfach nicht mehr. Also man merkt tatsächlich inzwischen, dass viele so genervt sind, dass man sich wundert, dass noch nicht mehr passiert ist. Sprich, dass das nicht noch weiter eskaliert, weil die Leute sind echt sauer. Es wird auch immer perfider. Da sollte ein Streik stattfinden am Montag vor der Bahn AG. Daraufhin hat die letzte Generation nochmal Vollgas gegeben und sie haben an 12 Stellen gleichzeitig blockiert. Also die Menschen, die mit dem öffentlichen Verkehrsmittel nicht fahren können, die standen dann im Stau, weil die Bahn nicht richtig fuhr. Das ist doch schon überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Naja, es ist ja nicht nur die Bahn, die damit blockiert wurde. Es sind ja auch die Busse, die unterwegs sind und genauso im Stau stehen. Ich habe das selber ja auch hautnah mitbekommen, wie viele Busfahrer auch verzweifelt waren und
ihre Fahrgäste nicht entsprechend transportieren konnten, weil sie einfach im Stau standen und auch nicht durchgekommen sind. Und wenn ich dann sehe, dass ein Klimakleber eine, ich sag mal, dreispurige Straße blockiert, indem er sich auf die Mitte setzt und 4 bis 5 Polizisten sich drumherum stellen und den Mann beschützen, der da sich festgeklebt hat, da frage ich mich dann ernsthaft, wer muss hier vor wem geschützt werden? Sollte nicht eigentlich Polizei und vor allem Justiz in dem Falle auch die Berliner vor solchen Aktionen schützen, weil das ist ein unglaublich gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr an vielen Stellen in dieser Stadt. Die nächste Eskalationsstufe war dann, wir kleben uns nicht nur fest, sondern wir betonieren uns ein. Das muss man jetzt unseren Hörern erklären, die ja bundesweit zuhören. Das heißt, die müssen rausgefräst werden von der Polizei. Ganz genau, die werden rausgefräst. Die nutzen jetzt so ein komisches zusätzliches Mittel, sodass sie dann Löcher in den Straßen haben und die Straßen erstmal repariert werden müssen. Und auch das ist ein Thema. Wer bezahlt das eigentlich im Moment bezahlt das der Steuerzahler, aber ich erwarte und hoffe, dass sich bei diesen Klimaklebern dann auch entsprechende Anzeigen so ausformuliert werden, dass die auch diesen Schadenersatz zahlen müssen, ganz klar. Die Straßen müssen repariert werden, die sind also dann weiter gesperrt. Das ist ja das Ziel, was man damit verfolgt, dass man möglichst viele Straßen kaputt macht. Die nächste Eskalationsstufe, und da bin ich dann tatsächlich vom Glauben abgefallen, man nimmt jetzt Mietwagen und klebt sich an Mietwagen. Das müssen wir uns mal erläutern, was ist das denn für eine Nummer? Ja, man nimmt sich Mietwagen, die ja in Berlin hier überall verfügbar sind, und fährt damit zum Beispiel auf die Stadtautobahn blockiert dann in 3 Spuren, indem die Wagen quergestellt werden und die Kleber sich nicht auf die Straße kleben, sondern an die Autos. Das heißt, sie greifen durch die Räder durch und ketten sich an die Räder, sodass man sie nicht schnell genug wegschaffen kann, weil erfahrungsgemäß bisher es so gelaufen ist, dass die Mietfahrzeugsbesitzer oder Eigentümer, dass die Fahrzeuge relativ schnell freischalten konnten, digital, und die dann auch schnell von der Straße weggeschafft werden konnten. Das geht dann eben nicht, wenn sich die Kleber an die Autos kleben und um die Reifen wickeln. Dazu muss man sagen, die Polizei muss da mit dem Wagenheber den Wagen anheben, den ganzen Reifen abbauen und dann kann man erst den Klimakleber von der Autobahn, von der Hauptstraße runtertragen. Das ist doch schon völlig irre. Natürlich. Und Sie haben dann ein Auto, wo ein Rad fehlt und das Auto können Sie dann eben auch nicht mehr wegfahren. Das muss auch abgeschleppt werden. Also das ist schon eine perfide Geschichte, die hier sich diese Leute ausgedacht haben. Und es macht es wirklich schlimmer, ganz viel schlimmer. Juristisch wird das mittlerweile ja auch spannend. Das Landgericht Potsdam stuft mittlerweile die letzte Generation als eine Vorstufe zu einer kriminellen Vereinigung ein. Hier in Berlin, die Richter sagen nun, nee, das tragen wir so nicht mit. Ganz genau. Da stellt man sich auch die Frage, warum ausgerechnet die Klimakleber sich in Berlin so austoben können. Und genau das ist der Grund. Sie wissen, dass hier in Berlin tatsächlich offenbar Justiz sehr, sehr weich mit ihnen umgeht und letztlich kuschelt, während das in anderen Bundesländern, wie zum Beispiel in Brandenburg, offensichtlich anders ist. Es ist klar, es ist eine kriminelle Vereinigung für mich, weil die machen ja nichts anderes, als dass sie hier massiv eingreifen in Recht und Gesetz. Und genau das darf nicht sein. Das ist natürlich auch Animation, dass nun die Klimaaktivisten aus den anderen Städten und Bundesländern jetzt alle hier nach Berlin strömen. Darum ist Berlin auch so betroffen, weil man sich hier wohlfühlt. Ja, selbstverständlich. Berlin ist ein gewisser Hotspot geworden, weil es ihnen ja leicht gemacht wird mit Beschädigungen und Blockaden. Ich meine, man muss ja auch nur an den Rand Berlins schauen. Flughafen BER, auch dort haben wir jetzt schon 2-mal Fälle gehabt, dass diese Irren, anders kann man sie gar nicht mehr benennen, sich aufs Flugfeld begeben haben. Das geht nicht. Das ist ein Wahnsinn. Das muss richtig harte Konsequenzen haben, damit diese Leute begreifen, dass das nicht der richtige Weg ist. Politisch natürlich eine Steilvorlage. Zum einen im Bundestag, dort hat ja Stefan Brandner schon einen Antrag eingebracht, dass die beobachtet werden müssen von den staatlichen Behörden. Für Sie politisch hier in Berlin ist das natürlich für die nächste Abgeordnetenhaussitzung auch eine Steilvorlage, denn wir haben jetzt einen CDU-regierenden Bürgermeister, Kai Wegner. Es hat sich aber nichts geändert. In der Tat. Also wir müssen mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Kai Wegner hat ja mit der SPD einen Koalitionsvertrag vorgelegt, der ist derart links. Da ist kein Stück CDU mehr drin. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie er sich hier tatsächlich verhält. Weil das, was er versprochen hatte den Wählern in Berlin, das steht im Koalitionsvertrag überhaupt nicht mehr drin. Ganz im Gegenteil. Und deswegen ist es auch unsere Aufgabe, als einzig konservative Opposition hier aktiv zu werden. Und das werden wir auch. Christine Brinker, AfD-Landeschefin
und Fraktionsvorsitzenden im Berliner Abgeordnetenhaus zu dem Umstand der Klimakleber, das mittlerweile hier in Berlin ja unerträglich ist. 7 Tage Deutschland, der Wochenend-Podcast. Ich bin Tobias Weber. Ihr opfert unseren Wohlstand mit eurer Politik. Ihr dient nicht mehr dem. Die Unzufriedenheit mit der Politik der Ampelregierung treibt auch weiterhin viele Bürger auf die Straße. Vor allem montags sind sie in den Städten unterwegs, um gegen den Kamikaze-Kurs in nahezu jedem Bereich zu protestieren. Waffenlieferungen, Beschneidung der Meinungsfreiheit, Abbau des Wohlstandes, Migrationskrise und die weiterhin ausstehende Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen geben dazu Anlass. Am vergangenen Wochenende hatten mehrere Bündnisse zur Großdemo nach Hannover eingeladen. Über 2000 Menschen waren dem Aufruf gefolgt. Als Redner mit dabei war auch Carsten Hilse, Bundestagsabgeordneter der AfD aus Bautzen. Neben mir, ich stehe gerade in Hannover auf der Großdemo für Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung. Und neben mir steht Carsten Hilse, klimapolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag und, wie wir heute erfahren haben, regelmäßiger Demogänger. Sie sind regelmäßig in Bautzen unterwegs. Wie sind Sie heute nach Hannover gekommen? Naja, weil ich auch die Initiatoren dieser Demo hier kenne, einige zumindest. Und die haben mich gefragt, ob ich mal einen Redebeitrag halten würde. Und da habe ich zugesagt, habe mich sehr gefreut darüber. Es ist vollkommen egal, ob man ein Parteibuch in der Tasche hat und welche Farbe das hat. Wenn man für Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung steht, ist man einfach hier auch willkommen. Zu Hause in Bautzen, wie sieht es da aus? Da ist man sich einig, oder? Da ist man sich einig. Dort gibt es ein offenes Mikro jedes Mal. Und dort habe ich dann einfach gesprochen. Ich habe von Anfang an gesagt, ich spreche nicht als AfD-Politiker, sondern ich spreche als normaler Bürger, der Angst hat um seine Kinder und seine Enkel und so weiter. Und ich bin sehr gut befreundet mit den Initiatoren der Mahnwache. Und Hut ab, die 118. war am Montag, jeden Montag. Also wir haben dort auch schon mit 100 gestanden. Ich bin noch immer dabei, also wenn ich nicht in Berlin sein muss. Und wir waren aber zu Hochzeiten auch schon 5.000 oder 6.000, also doppelt so viel wie hier. Jetzt im Sommer lässt ja dann erfahrungsgemäß eher wieder nach. Ja, was sagen Sie den Organisatoren, was hilft so durchzuhalten, weiterzumachen? Also die Initiatoren, die haben schon 2 Sommer, laue Sommer mal durchgehalten, wo wir, wie gesagt, manchmal bloß 100 Leute waren oder 50 und die haben trotzdem durchgehalten. Und diese Standhaftigkeit, das ist das, warum die Leute dann auch wirklich kommen, weil die sagen, ich kann mich darauf verlassen, dass jeden Montag eine Demo ist. Und dann kommen die eben doch, weil die Teil dieser Bewegung sein wollen. Haben Sie denn den Eindruck, dass es in Berlin ankommt bei den Adressaten, dass da sich irgendetwas regt? Ich meine, Sie haben ja da nur den vollen Einblick in den Politikbetrieb. Naja, man braucht natürlich einen langen Atem, ist ein Marathon. Und es ist ja so, dass, ich sage es immer wieder, ohne diesen breiten Protest auf der Straße hätten wir jetzt wahrscheinlich eine Impfpflicht. Ne? Das heißt, ich sage den Leuten, haltet durch, und ich weiß auch, dass sie das schon wahrnehmen. Und vor allen Dingen würde in Bautzen wahrscheinlich ein sozialdemokratischer oder grüner Bürgermeister oder Landrat niemals gewählt werden. Niemals. Sie haben es gesagt, das Thema Impfpflicht, das ist ja nun mittlerweile weitgehend durch. Bei der Bundeswehr gibt es ja die Impfpflicht weiterhin. Das nächste Thema ist natürlich jetzt die unsägliche Klimapolitik, der Heizungshammer. Wie schwierig ist es, die Leute da jetzt auf dieses Thema hinzuweisen? Weil es ist ja eine Gemengelage an Dingen, die man so ausgesetzt ist. Wie schafft man es da, den Überblick zu behalten als einfacher Bürger? Ja, als einfacher Bürger ist es natürlich schwierig, wirklich schwierig. Man wird ja ständig abgelehnt. Es wurde schon öfter gesagt, die Regierung treibt jede Woche eine neue Sau durchs Dorf, sodass man sich gar nicht auf ein Thema richtig konzentrieren kann. Aber ich glaube, gerade bei diesem Heizungshammer, weil das wirklich alle betrifft, weil das wirklich jeden Einzelnen betrifft, jeden Eigenheimbesitzer, aber auch jeden Mieter, weil wenn der Vermieter das Haus sanieren muss, dann geht natürlich die Miete auch extrem nach oben. Und ich glaube, dass wir dort offenere Ohren vorfinden, als wir sie bisher hatten. Und ich sage meinen Kollegen auch immer, wir haben jetzt die Chance, mit diesem Heizungshammer die Leute zum Nachdenken zu bringen, ob denn diese Hypothese nicht vielleicht doch falsch ist, so wie wir es sagen. Es ist ja nur auch nicht so, dass man uns da irgendwas vormachen würde. Ja, die Grünen sagen ja ganz genau, was sie vorhaben. Und die Leute sitzen wie das Kaninchen vor der Schlange. Wo ist dann irgendwann der Punkt erreicht, wo vielleicht doch der ein oder andere wieder zu den Demos geht oder halt sein Kreuz bei der AfD machen wird? Also das ist ja das, ich war vor kurzem bei Auf 1
Und er hatte mich gefragt, was ich mir wünsche von den Leuten. Und da habe ich gesagt, ich wünsche mir von den Leuten, dass sie den Grünen glauben, dass sie einfach den Grünen glauben, was sie sagen. Und naja, jetzt mal abgesehen von Waffenlieferungen in Kriegsgebiete, aber die sagen schon seit Jahren, was sie vorhaben. Die haben schon immer gesagt, also der Sprit muss teurer werden, die Heizung muss teurer werden, der Strom muss teurer werden und so weiter und so fort. Und die haben denen das einfach nicht geglaubt, weil es für den Normalsterblichen, zum Beispiel dieser Heizungshammer, für den Normalsterblichen, der weiß, das ist technisch nicht umsetzbar. Und deswegen denken, der Normalbürger denkt dann, das ist ja nicht umsetzbar, also werden die das auch nicht machen. Ja, die machen es trotzdem. Was empfehlen Sie da? Was kann man jetzt machen? Also außer bei der nächsten Wahl vielleicht richtig zu kreuzen. Naja, man kann schon mit auf die Straße gehen, weil letztendlich diese Demonstrationen, da geht es ja nicht nur um Frieden, freie Selbstbestimmung, sondern eben auch um Sicherung des Privateigentums. Weil zur Freiheit gehört natürlich dazu, dass man so viel Geld hat für sich selbst, dass man eben auch frei leben kann, dass man sich frei entscheiden kann, was will ich kaufen, gehe ich mal essen, gehe ich ins Theater. Und wenn du so derart ausgenommen wirst durch diese Energiewende oder dann vielleicht dein Haus verlierst oder wenn du sozusagen so viel Geld in dieses Haus nochmal reinstecken musst, dass du dir gar nichts mehr leisten kannst, dann einfach mit auf die Straße gehen, einfach den Leuten darum zeigen, dass sie nie einfach alles machen können, was sie wollen, sondern dass es auch Widerstand auf der Straße gibt. Wunderbar. Ihre Eindrücke vielleicht noch abschließend hier aus Hannover. Welche Eindrücke nehmen Sie mit nach Hause? Also ich habe ja sehr viele Leute getroffen, die ich sowieso schon kannte von anderen Demos. War eine sehr gute Stimmung. Die Trommler waren natürlich wieder da, das bringt immer sehr viel Stimmung. Und wir haben auch, abgesehen jetzt mal von den Omas von rechts, auch am Straßenrand Zuspruch bekommen. Da gab es Leute, die oben aus dem Fenster gewinkt haben oder am Straßenrand standen und gewinkt haben. Also ich glaube, die halten uns nicht für die Nazis und die Antisemiten, wie man uns immer darstellt. Und ja, von der Warte nehme ich ein sehr gutes Gefühl mit. Wunderbar, ich denke auch, also der Drops ist gelutscht. Die Nazi-Keule, die zieht nicht mehr bei den Demos und insoweit. Ja, vielen Dank, Carsten Hilse, klimapolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Vielen Dank. Woche für Woche strömen mehrere tausend Migranten ungehindert und unkontrolliert nach Deutschland, beantragen hier Asyl und Sozialleistungen oder streifen weiter ohne jedwede Registrierung umher. Die etablierten Parteien haben jetzt scheinbar eingelenkt und sagen, so geht das nicht weiter, wir müssen etwas dagegen unternehmen. Und nun will man altbekannte und vernünftige Forderungen der AfD einfach übernehmen und als die eigenen verkaufen. Mehr als Lippenbekenntnisse dürften aber nicht zu erwarten sein, denn der letzte Flüchtlingsgipfel ergab lediglich, dass noch mehr Steuergeld in die Kommunen gekippt wird, damit Landräte und Oberbürgermeister Unterkünfte bauen können. Dass solche politischen Pirouetten die Wähler in die Irre führen, darf bezweifelt werden. Nur wir von der AfD fordern klar und deutlich, dass der grenzenlosen Einwanderung ein Riegel vorgeschoben wird. Darüber, was in Anbetracht der immer gefährlicheren Situation auf den Straßen zu tun ist, berichtet der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Bundestag, Dr. Bernd Baumann. Bernd Baumann, erster parlamentarischer Geschäftsführer, immer mehr Flüchtlinge kommen nach Deutschland. Nun macht sich die AfD nicht nur alleine Sorgen, aber hauptsächlich. Die Außengrenzen müssen geschützt werden. Wie kann das aus Ihrer Sicht passieren? Also es geht hier um die Migranten aus Orient und Afrika, nicht die Ukraine-Flüchtlinge. Der ist ja wirklich ein Bürgerkrieg, den nehmen wir vorübergehend auf. Sondern der Ansturm aus Orient und Afrika, aus dem Süden, jeden Monat 30.000 kommen über die Grenzen, größtenteils ohne Pass. Wir wissen gar nicht, wer das ist, weil wir einfach immer noch offene Grenzen haben. Das muss sich ändern, das fordern wir schon jetzt seit 6 Jahren, seit wir im Bundestag sind. Echte Grenzkontrollen an den Außengrenzen, die Ungarn, Polen zeigen, wie das geht. Die machen das schon in ihren Abschnitten, aber der Rest macht es eben nicht. Und unsere Forderung ist halt kompletter Grenzschutz, Außengrenzschutz der EU. Und da sehen wir mittlerweile die Regierung, sogar Frau Faeser, die immer genau das Gegenteil gemacht hat, fordert das plötzlich kurz vor den Landtagswahlen im Osten, dann in Hessen und dann im Osten, übernimmt sie 1:1 unsere Forderungen. Wahrscheinlich geht sie davon aus, dass auf EU-Ebene da wieder Widerworte kommen und das irgendwie nichts wird, aber sie übernimmt diese Positionierung. CDU genauso schreibt unsere alten Anträge ab, ist jetzt auch plötzlich für Abschiebungen und Grenzkontrollen, was sie vorher als rassistisch und menschenfeindlich bezeichnet haben, fordern sie jetzt alle selbst. Also das ist ein Panoptikum hier in Deutschland. Nun gibt es ja auch die Idee, dass die Asylsuchenden, dass die dann vor der EU-Grenze aufgefangen werden und dort die Asylanträge bearbeitet werden. Halten Sie das für umsetzbar und vor allen Dingen für machbar?
Das ist umsetzbar und machbar, wenn man das will. Das braucht nur den politischen Willen, die Grenzen zu schützen. Das war ja jahrzehntelang der Fall in der Bundesrepublik, bis die Merkel-Regierung und dann die Linksgrünen, großen Unterschied zwischen beiden gibt es ja nicht, die Grenzen geöffnet haben und wir zum begehrtesten Land der Welt wurden, weil wir die höchsten Sozialstandards haben, unsere Grenzen überhaupt nicht schützen. Natürlich kann man Grenzen schützen. Alle Länder der Welt machen das. Jetzt haben wir das nächste Problem. Asylbewerber, die in anderen EU-Staaten sind, kommen nun auch alle gerne her. Der Hintergrund ist natürlich ganz klar, weil es hier einfach finanziell bessere Bedingungen für sie gibt. Das wird natürlich schwierig. Wie will man denn die auffangen? Ja, was heißt das? Wir müssen das zurückschneiden auf Sachleistungen, auf Leistungsgrößen, wie andere das auch machen. Und diese Attraktivität dieser Einwanderungspolitik für die Einwanderer, solche Gesetze wie Chancenaufenthaltsrecht, wo abgeschobene beziehungsweise abzuschiebende, endgültig abgelehnte Asylbewerber trotzdem hier bleiben können und noch irgendwelche Chancen kriegen, oder das hinterherwerfende deutschen Staatsbürgerschaft, wenn man es irgendwie geschafft hat, 5 Jahre sich aufzuhalten, kann jeder jetzt hier Deutscher werden. Das ist natürlich ein wahnsinniger Sog und das muss abgeschafft werden, neben dem Grenzschutz, der funktionieren muss, und den Abschiebungen, die funktionieren müssen, müssen diese ganzen Sogfaktoren abgestellt werden, die Merkel-Regierung verursacht hat und die linksgrüne Regierung mit Hilfe der FDP jetzt nochmal verschärft hat und verschlimmert hat, diese Sogfaktoren. Deutliche Worte vom ersten parlamentarischen Geschäftsführer Bernd Baumann im Deutschen Bundestag. 7 Tage Deutschland, der Wochenend-Podcast der AfD. Ich bin Tobias Weber. Das war 7 Tage Deutschland, der Podcast der AfD. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Ihnen und Ihren Familien wünschen wir ein schönes Wochenende.